Die haben wir uns schon alles angeschaut. Glaube ich. Sieht auf jeden Fall danach aus. Junge, die haben uns echt hart rangenommen, nicht wahr? Haben sie. So, da oben geht es weiter. Hier müssten dann die Schätze sein. Wenn ich mich nicht täusche. Oh ja. Klasse Wurf. Ein Saphir. Gefällt mir der Saphir. Das wäre der eine Schatz gewesen. Der nächste müsste hier drüben sein. Was? Dein Ernst? Mach keinen Scheiß. Was? Kann ich erfasst werden? Warum nicht? Ich hasse das, wenn das passiert. Hier müsste noch ein Schatz sein irgendwo, wenn ich mich nicht vertan habe. Geht doch. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich hatte irgendwie Bock drauf. So, wo ist der... Wo ist der Silberschatz, hä? Hier muss ja irgendwo ein Schatz sein. Oh, hier ist der Schatz. Hallo, kleine Kiste. Mit der goldenen Sanduhr. Das war mal ein prachtvoller Fund. So, ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Denn hier haben wir auch ein bisschen Dynamitos. Ist das das, was wir später benutzen müssen? Ich gehe davon aus. Das sollte uns weiterhelfen. Yep. Dynamit, hm? Mhm. Nicht schlecht, mein Freund. Ja. Macht kurzen Prozess mit der Sackgasse. Pistolenmunition. Ja, guck mal eine an. Haben wir alles aufgeladen? Nein. Ups. Ja, haben wir. Oh ja. Nein. So, und hier haben wir, glaube ich, auch noch irgendwas. Jetzt haben wir hier 18 Schuss drin. Na, immerhin. Komm mit, mein Freund. Komm mit. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr drin. Ich schaue nochmal ganz kurz. Aber das sieht sehr gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Und das ist, glaube ich, hier dieser... wie heißt das Ding? Der Platz, wo wir das Dynamit reinhauen. Okay. Komm mit. So einen kleinen Sprint hier anlegen. Hier wird uns bestimmt niemand empfangen. Zum Glück nicht. So. Und da gehört dann wohl das Dynamitos rein. Oh mein Gott. Ist nicht gestorben. Okay, ich hätte vielleicht wegrennen sollen. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das Dynamit haben wir. Wow, das war ja peinlich. Ich meine, was habe ich erwartet? Was habe ich denn erwartet? Wir haben Dynamit da reingehauen. Dass wir zwei Meter davon entfernt sind und nichts uns passiert. Sehr schlau. Sehr schlau. Okay, jetzt kriegen wir es ein bisschen besser hin. Diesmal renne ich. Okay. Dios mío.
Naja, du hast doch gesehen, was wir vorhatten. Ne? So. Ja, der Weg ist jetzt blockiert, wie es aussieht. Aber den brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur den Hältst dich erstaunlich gut. Weg hier. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. So wie wir. Genau wie wir, mein Freund. Was ist das denn da hinten für ein Gitter? Moment, was haben wir denn hier? Pesseten, ein bisschen Gewehrmunition. Danke, danke. Okay. Let's go. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Das sieht nicht freundlich aus. Nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Ja. Oh mein Gott. Hey. Ich weiß ja nicht so recht, ich glaube. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Sind das zwei? Läuft das bei dir immer so? Was? Zwei! Wie passend! Für jeden von uns ein! Ist klar. Haben die eine Schwachstelle? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Geht aufs Haus. Scheiße. Mann! Kommst du klar? Das wird laut. Was ist das denn hier eigentlich? Was passiert hier überhaupt? Das Ding hier, ach so. Okay. Der andere macht es nicht so leicht. Willst du mich verarschen, Mann? Er hat sich bewegt. Darf er sich nicht bewegen? Sorry, halt unseren Freund kurz beschäftigt. Ja. Hey, wo willst du hin? Ja, wo willst du hin? Ja, ich habe ihn beschäftigt gehalten, aber das war unser Tod. Okay, das lief nicht so gut. Okay, gleich nochmal. Überspringen bitte.
Was ist denn mit meiner Kamera los? Los bei der Rüstung. Das wird laut. Luis, geh weg da! Scheiße, die gehen einfach weg. Er hat sich bewegt. Okay, die dürfen sich nicht bewegen. Jetzt? Ich hasse es, dass die Knöpfe so nah beieinander sind, mit meinen Wurstfingern. Nimm dein scheiß Messer! Was interessiert denn ein Scheiß? Hier, so rum. Ich weiß nicht mal, was das macht. Nehmen wir alles mit. Okay, das war der erste. Ich glaube, den ersten muss man wirklich so umbringen. Glaube ich. Der andere macht es uns nicht so leicht. Okay, ganz ruhig jetzt. Oh. Boah, ist es ekelhaft, gegen zwei zu kämpfen. Wir könnten später mal ein bisschen basteln. Aber ich würde jetzt gerne erstmal Flintenmunition machen. Und grün und rot. Ja, gerade brauche ich es nicht. Ach. Jetzt brauche ich schon. Elf Schuss. Wo will der hin? Halt unseren Freund kurz beschäftigt. Hey, wo willst du hin? Was war das denn? Leon! Hier drüben! Okay, geil.
Wo ist er? Komm her! Ja, was soll ich tun? Dein Ernst? Okay. Geschenk für dich mitgebracht. Leon, schieß drauf! Krieg ich hin. Fuck. Du willst mich doch verarschen. Moment. Es ist immer dasselbe. Mann, starte das fucking Game. Das hat ihm nicht gefallen. Was hätten wir denn mit dem Hebel machen sollen? Ich habe keine Ahnung. Roter Beryl. Sieht aus, als käme man da durch. Ja, aber was? Hä, was hat das? Wie hätten wir den? Egal. Es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das Ergebnis ist, beide sind tot. Und das ist das Wichtigste. Oh Gott, ein Schuss nur noch. 8 Schuss. Gar kein Schuss ist. Das lief nicht so gut. Munitionstechnisch. Moment. Hier liegt doch bestimmt noch. Da liegt doch noch was. Sehr schön. Wenigstens ein bisschen kann ich noch mitnehmen, oder? Junge. Und was ist das hier? Das sieht auch aus, als wäre da irgendwas. Wohl nicht. Moment. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist noch was. Nichts von uns. Da liegt noch was? Haben wir gar nicht gesehen. Wo denn? Ach, hier. Eine Handgranate. Ja gut, das war auch echt mies versteckt. So, Luis, wie sieht's aus? Huch. Are you ready? Ach so, ja, na, mach los. Mal hier, komm. Oh. Junge, wie ich immer an die falschen Knöpfe komme, das ist ja nicht mehr feierlich. Passiert euch das auch? Bin ich der Einzige? Ich meine, ich kann ja nicht der Einzige sein. Ja, okay, cool. Gut gemacht, mein Freund, sehr gut gemacht. Wenn man in Panik ist, passiert sowas halt. Mann, war das anstrengend. Mega. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Ja, ich verstehe das auch nicht. Das hier ist für sie heiliger Boden. Hier unten haben sie Las Planas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Interessant. Na klar, was auch sonst. Na klar. Ja, und nun? Ach, da ist eine Treppe. Komm, wir gehen hoch. Wenn es hier nichts mehr gibt. Hier gibt's nichts mehr. Wir gehen jetzt hier entlang. Raus aus dem Schmelzofen, Mann. Es reicht. Das nehme ich gerne. Okay. Boah, Junge, war das übel. Ich muss das mal ein bisschen festziehen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich es nicht festgezogen habe vorher. Das kann natürlich auch sein. Moment. Kleinen Moment, Luis. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgenommen. So, komm. Okay. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren.
Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Was? Ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit. Aber das sieht auch echt nicht stabil aus, muss ich sagen. Aha. Ja, hier könnten wir speichern. Muss ich gerade nicht. Oh, scheiß drauf. Speichern schnell ab. Einfach irgendwo. I don't care. Was machst du denn da oben, du Schädel? Oh, hier sind einige Schädel. Auf dem Schild steht... Ja, das ist eine super Beschilderung. Da weiß man direkt, wo man hin muss. Bist du dir sicher? Schieb uns an, Sancho. Dein Ernst? Wen nennst du hier Sancho? Jaden Sancho. Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben es eilig, oder? Alter. Übrigens, was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Oh mein Gott. Oh, ist das komisch. Oh, ist das komisch. Oh. Wir entgleisen! Gegenlehnen! Was? Wo gegenlehnen? Ach so. Hey, wir kippen zur Seite! Nein, 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 tun wir nicht. Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Hey, wechsel das Glas! Wenn nicht, sind wir Matsch! Okay, cool. Oh mein Gott! So nicht, Freunde, so nicht! Da vorne! Schieß auf die Bretter! Jo! Du bist einfach viel zu beliebt! Blinkskurve! Wir entgleisen! Nein, nein, nein! Nein, tun wir nicht. Oh. Ist das anstrengend. Und was für eine wilde Fahrt. Junge. Boah, ich kipp um. Ich kipp gleich um. Bastard? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Oh, du willst mich doch verarschen, Mann. Was für... Jetzt geht's richtig los, Mann. Es reicht. Kann man den Weg eigentlich wieder zurück? Nein. Kann man nicht. Will ich auch eigentlich gar nicht. Junge, was für eine wilde Fahrt. Das war richtig krass. Was war das? Was ist für ein Geräusch? Irgendwo ist doch hier dieses Ding. Ich höre dich doch. Wir kommen da eh hoch. Wir haben noch einen Schuss. Ein goldener Schuss. Komm schon, bitte, Spiel. Tu mir das nicht an. Scheiße. Okay, komm. Wir haben Ärger. Wir haben mega Ärger hier. Wow, unser Messer ist wieder da. Haben wir keine Stiefelmesser mehr? Komm her. Was? Oh, das war er. Nicht schlecht, ha? Ja, ja. Das ist doch hier. Schieß.
Das ist so Dynamit. Mach das doch mal an. Was? Ja, wann willst du das denn loslassen, du Idiot? Ach so. Macht Sinn. Okay. Uiuiui. Ich hoffe, wir kriegen hier ein bisschen Munition. Da ist das Ding. 8 von 16, na immerhin. Schießpulver. Junge, gib mir mal ein bisschen Stuff. Das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist. Oh, hier. Oh, ich sag nichts mehr. Aha. Und hier sind ja auch noch Kisten. Mit ein bisschen Pesetos. Rotes Kraut. Guck mal hier. Eine Weinkanne. Das ist ja schön. So, erstmal Rot und Grün einmal mixen. Dann Gewehrmunition unbedingt. Und Edelsteine einsetzen. Hier können wir noch dreieckige einsetzen. Und wir haben, ja, nein, das nicht. Den haue ich hier rein. Und zwei rote, was soll's. Huch. Eins, zwei. Und dafür kriegen wir 75.000. Das ist verdammt viel. Achso. Das Ding hier noch. Da müssen zwei Runde rein. Bei zwei Runden macht es mehr Sinn, zwei gleichfarbige. Also nehme ich zwei blaue. Weil blau ist schön. So. 14.400. Auch das lohnt sich. Der Rest muss nicht. Okay, cool. Anstrengend. Junge, ist das anstrengend. VR ist anstrengend, Freunde. Merkt es euch. Das darf man nicht unterschätzen. So, Zwischenhalt. Wir müssen einfach weiter. Wir gehen weiter. Oh nein. Du willst mich doch verarschen. Schießpulver. Klasse. Okay, ja, dann. Okay, ja. Weiter geht's. Ja, ja. Oh. Nicht nochmal. Doch, oh, ich kann nicht mehr. Das ist echt ein unangenehmes Gefühl. Immerhin haben wir unendlich Munition für die Pistole. Oh mein Gott. Oh, das ist schwer. Wir entgleisen. Hilf mir mal kurz. Ja, ja. Scheiße, das Ding wird kippen. Nein, wird es nicht. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Nice. Fuck. Oh mein Gott. Nicht gut aus. Ich hoffe, die Lore hält. Den habe ich gar nicht gesehen. Alles wird gut. Alter, sieht das krass aus. Wow. Wir entgleisen. Nein, nein. Wow. Der schon wieder.
mein Gott! Nein, Mann, tu mir nicht! Fuck, mein Mikro! Was? Okay, cool. Oh mein Gott. Was für eine Fahrt. Die Bremse. Nicht gut. Was? Oh. Dein Scheiß Ernst? Spring! Junge, was für ein kranker Scheiß. Junge. Was habe ich übers Vorwarnen gesagt, Sancho? Frag halt. Oh mein Gott. Oh Mann. Du machst mich fertig, Junge. Aber eigentlich passt es ganz gut. Was Komm, passt gut? Wir nehmen den Lift. Aha. Ist klar. Den Lift. Welchen Lift? Was ist das denn für eine Soße hier? Oh. Boah, Junge. Alter. Sah das krass aus, als wir an dem Schloss vorbeigefahren sind. Das sah heftig krass aus. Das sah richtig gut aus. Junge, ich dachte echt, ich bin da. Mega, mega gemacht. Wow. Ich hatte echt Gänsehaut. Okay, wo sind wir? Wir sind an der Brutstätte. Schlimmer kann es gar nicht werden, Mann. Außer an der Brutstätte. Du bist doch wahnsinnig. Ja, speichern können wir gleich, wenn wir beim Händler sind. Da kommt bestimmt gleich einer. Oh, komm. Nee, oder? Womit habe ich das verdient? Oh, auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ist das nervig? Ja. Vor allem, ihr könnt doch hier drüber springen. Ihr schafft doch sonst immer alles. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Mann. Okay. So. Da ist eine Leiter. Hier geht's auch runter, aber ich gehe mal lieber die Leiter runter. Ja, das hat's vollgebracht. Runterspringen. So, ist hier irgendwas Interessantes für uns? Das sieht nicht danach aus. Komm, Luis. Wir müssen hier abhauen, Mann. Weh, das Ding bricht auch auseinander. Oh. Was denn? Ich hab's geahnt. Pass auf. Oh nein. Diese Dinger können sich tarnen. Junge, sind die nervig. Ich hasse die Dinger. Oh, da hinten. Luis, schieß doch mal bitte. Und mein Auge juckt und ich komme nicht dran. Tschüss. Oh. Junge, das werden immer mehr. Das ist ja auch da oben eine Brutstätte. Moment, kann ich da nicht? Fuck. Moment, kann ich nicht das Ding da oben abschießen? Machst du das? Okay, das hätten wir. Na
Nein, das kann ich jetzt nicht bringen. Es nimmt kein Ende. Nein. War's das? Sag mir bitte, das war's. Junge, sind die nervig. Da hinten ist ein gelbes Kraut. Das brauche ich. Komm her. Komm her. So, das kann ich direkt mal mixen. Mit Rot und... Ja, aber haben wir nicht noch Grün? Ich dachte, wir hätten noch ein Grünes. Wohl nicht. Gewehrmunition. Let's go. So, hier haben wir nichts mehr zum Mixen. Achso. Da ein bisschen anordnen. Unsere Gesundheit sieht ganz okay aus, momentan. Schön. Oh, hier hängt noch was. Moment. Insektenbau XL. Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefer zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihren riesigen Brutstätten und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Alle Eingänge zur Brutstätte zerstören. 1 von 4. Okay, das sind diese Dinger, die die Nester halt. Ja. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Oh, ist das etwa... Ich sehe doch eins. Moment. Kann ich das von hier... Ich hasse das. Ich hasse es ohne Ende, Mann. Das, ich verstehe nicht mal, warum. Sehr gut. 2 von 4. Klasse. Okay. Sollten wir Ärger bekommen, haben wir immer noch ein rotes Fass. Gut zu wissen. Muss ich jetzt hoch? Oder hier hoch? Ich habe keine Ahnung. Wer baut denn so eine Maschine? Nein. Gut gemacht. Sehr gut gemacht, Luis. Komme ich hier hoch? Hier komme ich nicht hoch. Ich von hier noch irgendwo so eine Brutstätte? Ich glaube nicht. Ich hau ab. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst haben wir gleich keine Munition mehr. Komm, Luis. Ich brauche deine Patronen. Um die kümmerst. Oh, ja, das tue ich ja gerade. Wie wär's mit weniger reden und mehr schießen? Hey, dein ich Ernst? Hab das Köpfchen, du die Muskeln. Nur noch eine. Gewehrmunition, das passt mir sehr gut. Da ist es doch. Da ist es doch, glaube ich, ne? Ist das da? Ich glaube, das muss es sein. Moment, Moment. Willst du mich verarschen? Du weißt, was zu tun ist. Ja. Okay. Ganz ruhig. Nee, das ist es nicht. Das da ist es. Okay, komm her. Mission erfüllt. Geil. Okay, dann dürften jetzt keine extra Insekten mehr kommen, außer du da. Oh. Ganz genau. Wenigstens haben wir mal so ein rotes Fass genutzt. Endlich mal. Komm, Luis, wir gehen weiter. Ist jetzt nur die Frage, wohin weiter?
Wo müssen wir hin? Ist das der Weg? Sieht auf jeden Fall nach einem Weg aus. Ja. Oh mein Gott, ist das dunkel hier. Ist da hinten irgendwas? Ich will es gar nicht wissen. Lass mal abhauen. Komm! Okay. Gut, dass wir noch jede Menge Munition haben. Das freut mich. Ganz genau. Verstecken ist nicht. Die Länge mit Kram. Finde ich eigentlich ganz gut. Können wir alles sehr gut gebrauchen. Und jetzt wird's dunkel. Bitte mach dein Licht an. Danke. Ist das ein Vieh? Nee. Hier ist safe irgendwo ein Vieh, oder? Im Wasser? Nein? Goldplättchen. Hell. Ich glaube, das ist jede Menge wert. Luis, wir sind reich wie ein Scheich. Komm mit. Wir müssen nur zum Händler kommen. Ich hoffe, der ist hier in der Nähe. Oh, ich sehe schon Schatten. Schatten des Grauens. Luis, komm weg da. Komm weg da. Okay. Geht auch so. Da ist noch so ein Vieh. Oh mein Gott, ist das ein Riesenkomplex hier. Okay. Junge, ich vergesse jedes Mal, dass sie explodieren. Bitte sag mir, ist irgendwo unser... Irgendwo unser Freund. Wo geht's denn hier hin? Oh, unser Freund! Ist es gut. Ist vom Tisch, was? Ja, Mann. Guter Arbeit, Partner. Absolut. So, pass mal auf. Was krieg ich dafür? Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Natürlich kannst du das. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ist das so? Ich schau mir das mal an. Erstmal tunen. Mein Messer muss repariert werden. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Das auch. Wir haben noch 50.000. Tauschen. So, pass auf. Ne, verkaufen müssen wir das Ding hier. Das hier. Den Kristall. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir... Danke. Ja, ich danke dir, mein Freund. Ich danke dir. So, der Rest ist mir egal. Oh, mein Rücken bringt mich um. Ja? Die Jahre stirbt mir da draußen nicht weg. Oh, Freunde. Junge, ich bin kirre. Ich werde kirre bei diesem Game und mir ist so warm. Ich werde abspeichern und wir werden diese Aufnahmesession hier beenden. Ich hoffe, ich habe mein Mikro nicht zerdeppert. Ich hoffe, man kann mich hören. Denn ich habe so um mich geschlagen. Ohne Luis wäre ich schon längst tot. Gegen diese zwei riesigen Riesen. Oger oder was auch immer das waren. Wir werden von hier weitermachen in der nächsten Aufnahmesession. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht zu dunkel. Ich habe versucht, die Helligkeit ein bisschen zu justieren. Ich hoffe, es hat geklappt. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.